Eigentlich ja nicht, oder? Ich habe die Starcoins gesehen, ich hol die dann. Oh, hier gibt's auf jeden Fall noch mindestens zwei Level, die ich noch im Kopf habe. Ja, Volcano Rails. Wahrscheinlich. Ne, Rapids nicht Rails, das lese ich da. Oh nein, das ist nicht sowas, wo man Licht braucht. Das wäre uncool. Ihr wisst warum, weil das kann ich nicht machen hiermit. Oh nein. Ah ne, da muss man nicht selbst das Licht bedienen. Oh, gut, hier oben mal ein Power-Up verstecken. Wie fällt mir's hier? Okay. Ich sehe schon, ihr hasst mich. Beruht auf Gegenseitigkeit. Du wirst jetzt sterben gehen, hoffe ich doch. Tschüss. Ja, genau, die kommt auch noch raus. Okay, jetzt muss ich ein bisschen auch auf die Sachen, die aus Lava kommen, achten. Boah, das ist wieder eng mit der Lava. Ich hab. Ja. Verstecken sie noch Swooper in der Lava? Unfassbar, diese Entwickler. Muss sie irgendwie gleich runter und zwar relativ zügig. Und dann hier den Shit wegmachen. Ja. Ja. Dieses Level, das ist richtig hardcore, Freunde. Also muss ich sagen, diese 8. Welt gehört definitiv mit zum schwersten, die ich jemals gespielt habe. Hier vielleicht zwei Power. Also, wie kann ich denn daran denken, dass hier zwei Power gibt? Kann man da dran klettern? Ich weiß halt nicht, was es ist, ne? Das ist halt die Sache. Also, es ist irgendwie Rang 2 und dran klettert, aber das sollte man halt mal irgendwie beschreiben oder vielleicht mal in der vorigen Welt einführen. Was der Swooper hier soll. Warum springst du schon wieder? Die Steuerung macht, was sie will. Ich habe da hinten nicht drauf gedrückt, ganz einfach. So, jetzt drücke ich hier gleich drauf, wahrscheinlich irgendwie. Ich controller hier mal kurz. So. Super da oben, ich weiß echt nicht, was das für eine witzlose Aktion sein soll von Entwicklern. Und wenn man hier oben ist, vielleicht hast du einen Pilzblock? Nö. Als ob, für was denn Pilze? Reicht doch, wenn das Spiel hier ohne Power-Up durchgeht. Ja, komm. So, dann kommt die Kugel hier runter. Ich wollte versuchen zu verhindern, dass sie. Okay, man sollte möglichst viele Sachen vermeiden, um einfach keine Gesellschaft zu bekommen. Okay, die hier kann man nicht vermeiden, obwohl es ginge schon, aber was haben wir sich halt hier an der Stelle? 1, 2, 3, bäm, weg mit dir. Vielleicht hätte ich auch für den Stark und brauchst du nicht so schnell wegwerfen dürfen. Können wir da drauf springen? Ja, können wir. Okay, das ist das Fies. Den müssen wir, wie müssen wir den am besten platzieren hier? Oh, ich glaube, ich baue hier gerade mein eigenes Verderben so ein bisschen. Aber habe ich hier ein bisschen eine erhöhte Position. Das ist auch nicht mehr so schlecht eigentlich, wie wir hier sehen. Okay, aber die Starcoin ist tricky. Wir müssen sofort unten hin, weil dieser Rauch dürfte uns instant killen. Und hoch, runter, Fragezeichen. Dürfen uns aussuchen, wir gehen hoch. Also die dritte Starcoin sowieso, von daher. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass dieses Level deutlich fairer fand als das Zeug, was wir in der Vergangenheit hatten. Wo war denn jetzt die Starcoins? Ich hab da keinen Schimmer mehr. So, Freunde, das ist die erste Starcoin, auch schon relativ krank, weil man sie im Prinzip blind nicht finden kann, dazu keinen Power-Up mehr für den weiteren Levelverlauf hat. Na gut, kann man machen, muss man nicht. So, Freunde, die dritte Starcoin hat wie erwartet etwas mit diesem Power-Block hier zu tun. Eigentlich die dritte, die zweite.
Sollen wir ihn wirf, dann erscheint sie hier hinten, wo wir sowieso hin müssten. Von daher ist die relativ gut zu bekommen. Aber die sollte ich euch reinschneiden können. Das ist. Ich habe es hier wenig Lust, hier das live zu suchen im Part. Muss schon ehrlich sagen. Und hier Magma Works Factory, hoffentlich das letzte oder wahrscheinlich das letzte reguläre Level. Oh, diese Musik, die kenne ich. Und das sieht doch wieder nach richtiger Hardcore-Schikane aus, Freunde. Mit dem Assi. Stirb! Nein. Ist immer so cool, dass er einfach auf den irgendwie drauflaufen kann. Laufen, wie gesagt. Ach nett, ohne großen Block kriegt man nicht mal mit Power-Up. Ich muss trotzdem jetzt dann einen weiteren nehmen. Am besten einen kleinen. Ja gut, wie soll ich jetzt dem auswählen, wenn jetzt hier was kommt? Ich nehme an, am besten gar nicht, oder? Ja, ja, ich lasse ihn mal... Alter Schwede. Es geht damit den Schiff. Da unten könnte natürlich auch was drin sein, Richtung Starcoin. So, perfekt. Nicht wieder so einen komischen Drehsprung gemacht, den ich gar nicht wollte. Ich habe hier noch ein Level Erinnerung. Das kam noch nicht dran, oder? Zumindest wäre es mir da nicht aufgefallen, aber... Boah, Alter, komm ja hoch. War hier nochmal cool, wenn man so ein bisschen Factory-Theme versucht umzusetzen. Ist, ich fände es ein Propellerpilz ganz schnieke eigentlich an der Stelle. Nee, nee, lass das mal noch eine Runde hier. Das ist, glaube ich, ganz gut hier. Ja, man hätte das zumindest in Lava, sollte man da immer einen Hinweis hinterlassen, finde ich, wo die rauskommen. Da, da, da. Kommt hier vorne noch was? Ich weiß es nicht, Freunde. So, das kommt erstmal die Halbzeit, denke ich, oder hoffe ich. Oder kommt da hinten noch was? Oder kommt da hinten noch was? Nein, ich habe die richtige Wahl getroffen hier mit der Halbzeit. Okay, komm, treff mich. Treffer, Feuerblume wieder da. Mach mir gar keine langen Spielchen damit. Eines Darken haben wir schon. Ich habe ein Auge gerade hier unten auf die Sachen. Ja. Geht's hier hoch zu einer zweiten Starken oder werden wir von der anderen Seite irgendwie random runtergeworfen? Okay, wir werden runtergeworfen. Nicht random, sondern sehr gut. Das ist fair und gefällt mir damit. Ich weiß nicht, woher diese Musik kommt. Ich glaube aber nicht, dass es eine eigene ist. Ah, scheiße. Habe ich da nicht aufgepasst, gescheit. Aber ich habe es halt auch vorher nicht gesehen. Von daher kann man nur ahnen, bis wie hoch der kommen wird. Aber da wir eh hier nochmal eine Feuerblume bekommen. Oh, scheiße. Kann man an den Dingern Wandsprung machen? Ja, ich nehme es mal an. Passt's da mal? Jetzt gehen wir hier aber dann schon hoch. Alter. Nehmt nicht so viele Drogen. Seht schon, was wir machen müssen, oder? Welche massive Wandsprung-Action. Und die Sache ist, hier sind wir noch sicher, aber hier hinten sollten wir jetzt gucken, dass wir dann in einem Rutsch durchkommen, weil die Piranha uns natürlich suchen abzuschießen. Treffen wir die hier schon? Ja, perfekt. Aber hier sind sie ja nicht mehr so knickrig mit den Power-Ups. Ich weiß nicht warum, also. Hier ist für mich die Power-Ups nicht das Problem. Haben wir andere Sachen, die hier problematisch sind als ein Power-Up? Das permanente Bombardement hier ist zwar ziemlich unfair. Aber jetzt zum Ausweichen geht das noch. Müssen wir da unten rum, ist halt die Frage. Ich gucke jetzt mal eben. Nein. Auf gar keinen Fall. Es wäre das Dümmste, was man machen kann. Die dritte Starcoin war vielleicht in der Röhre drin, aber... Die Aussage vielleicht in der Röhre ist halt immer sehr, sehr dehnbar. Ich hätte mir auch mal gewünscht, dass man irgendwie vielleicht mal eine Starcoin relativ chillig versteckt. Naja, wie dem auch sei. Haben wir das hier schon gemacht? Die 8 scheint extrem viele Level noch zu haben, also... Wir hatten hier schon diese komischen
Kanonenteil hat er, die Kampfarmada von Bowser. Okay, Leute, hier geht es völlig unverhofft in die Röhre hinein. Finden Sie auch die dritte Starcoin. Wie kommt man da bitte heran? Okay, das sieht nach richtig kranker Scheiße. Das ist nämlich hier mal so ein Ding mit größerer Plattform. Ihr seht, hier kann man auch nicht mehr hoch, dann egal was man macht. So, versucht ich es hier mal mit dem Trick. Ja, so das ist relativ gut zu holen, wenn man nicht irgendwie abrutscht. Aber ja, doch, die ist machbar, würde ich sagen. Es geht noch weiter, sie chillen nicht. Ich hätte gesagt, komm, zum Schluss nochmal richtig heftig viel Scheiß raushauen. Oder etwa nicht. Ach so, nee, da kommt doch mal ein Tower, wie kann ich dran denken? Alter, wie viel Level. Ah, das war das Level, das ich in Erinnerung hatte. Pendeltower. Klingt auf jeden Fall höchst beruhigend. Jetzt kommt ja auch die steigende Lava, die ich schon etwas länger erwartet habe. Leider nicht ein Propellerpilz, wie ich erhofft hatte. Ja, nicht um die ganze Chance, die sie alle hier in den Level schon hatten. Hier kommt alles drum und dran. Kommt alles drum und dran, ja, genau. Wie kommt man hier mit Blödsinn hoch? Habe ich keine Ahnung, was für eine andere Option als ein Wandsprung. Pendel dich auch hoch, Pendel, ja. Das ist dann überhaupt nicht zum Glück permanenter Druck, das Level. Das Level, das versteht sich wirklich sehr, sehr gut, den Spieler unter Druck zu setzen. Und zwar auf die übelste Art und Weise. Mit allem, was. Mit allen Mitteln der Kunst. Leider auch allen unschönen Mitteln der Kunst muss ich ein bisschen probieren, mit derartigen Sprüngen das zu lösen. Und weiter mit Wandsprung. Ich muss sie mit Wandsprung hoch, unbedingt. Nein, ich muss sie nicht unbedingt mit Wandsprung hoch. Geht auch anders, aber ich muss auf jeden Fall hoch. Ist der Tower halt wieder mal ohne Power-Up, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Und ziemlich random mittlerweile auch, was die Sachen angeht hier. Immerhin schießt er gerade, die verfolgen einen noch nicht. Ich bin mir. Wie das gehen soll da unten. Wartet, ich habe eine Idee. Ich aktiviere mal die Halbzeit und probiere ich das noch schnell. Die Lava ist mir noch nicht so, doch sie ist zu weit fortgeschritten. Aber warte mal, das ist. Da weiß ich echt nicht, wie das gehen soll. Das können wir nochmal probieren hier gleich, wenn die Lava tatsächlich groß, klein, bums. Ich wollte das Starcoin nochmal kurz einen Blick drauf werfen, denn die geht aber eigentlich nur mit. Wie hoch sind die Lava schon fortgeschritten? Sag mal kurz an. Du hast auf jeden Fall noch Zeit hier. Aber die werden klein, wenn die ja nicht zerstört, die Dinger. Haben wir sogar unendlich jetzt Zeit, das ist sehr cool. Okay, Lava ist noch nicht da, das gefällt mir. Partiell zumindest. So, jetzt hoffe ich, dass sie auch weiter weg bleibt, denn ich würde gerne das noch ausprobieren, weil die Starcoin eben. Denn ich habe eine Vermutung, wie die geht. Nicht genau hier so. Und dann kann man sicher irgendwie durchrutschen, das geht dann schon. Hier an diesem Castle sollte man eine Technik des Wandsprungs beherrschen. Sonst hat man nämlich ein durchaus größeres Problem. Das können wir regulär weitermachen. Ist halt jetzt natürlich doof, wenn ich das jetzt jedes Mal so machen muss, aber das ließe sich halt im schlimmsten Fall nicht ändern. Blöder wäre es, wenn sie erst die Halbzeit hier hinpacken würden, nicht dann nicht mehr zurück können, die jetzt mal holen. Sonst kehrt auch die Lava zurück. Das ist ja ein bisschen. Das erste Missplay, was die Entwickler hier gemacht haben. Das erste gröbere Missplay. Ja, das war ein gröberes Missplay von mir hier an der Stelle mal. So geht's hier rein. Ich weiß ja nicht. Ich kann das anders da hinten weiter. Geht doch hier rein. Power-Up-Block. Ein One-Up. Really? Och, Mann. Warum immer One-Ups? Scheißegal, wir haben eine gute Ausgangsposition gerade, weil die Lava offenbar auch noch für einen Moment zu chillen scheint. Auch wenn der Typ von da oben immer gestört wird, auch immer das ist, ich vermute, es ist jetzt endgültig mal Kamek, als alles andere würde mich wundern. Ist noch ein Tower ohne Boss? Nee, oder? Mit
dem Tower läuft es wieder etwas besser. Ich sage, ich wusste nicht, dass er mir besser gefällt, weil ich finde es so von den Level-Ideen her so bisher auch okay, nichts Besonderes, aber kann man schon machen. Also nicht, dass ich da irgendwie dann direkt Übelkeitsanfälle bekommen täte. So ist es nicht. Okay. Die Münzen hier, kann ich ihnen trauen oder nicht? Das ist die Frage. Ja, ich kann den Münzen trauen. Ich suche auch gerade noch nach Starcoins. Etwas verzweifelt, oh, das war eng. An sich aber hier jetzt die Zerquetschungsgefahr ist schon relativ klein eigentlich. Aber es kommt wieder eine andere Gefahr dazu, Freunde. Die hatten wir die ganze Zeit außer Acht gelassen. Oh, crap, crap! Leute, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss jetzt krank hoch. Irgendwie krank hoch. Ist ein Power-Up, ist ein Power-Up. Die wird nicht die Tür überrennen. Oder doch? Egal, wir sind drin. Wo die dritte Starcoin war, Leute. Null Ahnung, null. Ich habe wirklich die Augen offen gehalten. Naja, mehr oder weniger ist tatsächlich Karmic. Karmic, einen auch nicht ganz so leicht. Der Boss, muss man ehrlich sagen. Die gute Ausgangsposition immer haben, ja. Muss einfach abwarten, bis man ihn treffen kann. Report sich halt hier auch immer so dreist, ne? Das haben wir halt schon einen Treffer, den wir kassieren dürften, gekriegt. Zweiter Treffer gegen Karmic gelandet. Tauchst du auf, mein Freund. Rechtzeitig, bevor er seinen Strahl nach oben abschießt, weil dann haben wir ein Problem. Und Karmic ist auch erledigt. Ja, ich darf die ganze Level nochmal spielen. Es wird mir eine Freude sein. Einfach nur schnell lachen weg. Okay. Wir haben wieder die Wahl zwischen zwei Leveln. Das Spiel, das ist wahnsinnig, alles ist achte Welt. Habt ihr das gesehen, Freunde, wo die Starcoin ist? Richtig scheiße dreist gemacht. Muss mich hier warten. Die Lava kommt auch schon. Oh je, Mine. Das wird eng. Jetzt muss ich jetzt mal schnell probieren, ob wir es noch hinbekommen. Da oben kommt noch eins. Aber es war immer noch nicht das, was ich erwartet hatte. Dragonride Firesea 8A. Sie wollen unbedingt nicht die 8-10 springen. Oh, eine Knochenbahn. Da hätte ich gerade Bock drauf. Wenn es nicht zu asozial ist, aber die Musik gefällt mir nicht so hier. Deswegen ändern wir sie. Aber genau das war eine coole Idee. Man muss, ich erinnere mich, man muss hier die roten Münzringe sammeln. Ich weiß ja nicht, oben, unten. Ich muss die roten Münzringe sammeln. Wenn man davon nicht genug hat, dann glaube ich, schafft man das Level nicht. Oder keine Ahnung, ist relativ fies, dass einem das nicht gesagt wird. Also habe ich zu viel schon verpasst, glaube ich. Ich habe viel zu viel schon verpasst. Und vier Stück an der Zahl, wenn ich nicht gerade komplett irre. Ich hoffe, wir werden nicht umgebracht, sondern muss einfach. Na doch, wird man wahrscheinlich. Aber ich erinnere mich daran, dass das hier relativ crazy war. Vom Niveau her. 30. Ah, man braucht die für letzte Starcoin. Okay, doch, dann ist das Level fair, wenn man 30 Stück braucht für letzte Starcoin. Wenn sie das immer einprogrammiert haben, weiß ich nicht. Dann machen wir das Level nochmal. Das machen wir dann auch on-cam. Kein Ding, also wenn es nur für eine Starcoin ist und nicht fürs Level schaffen, dann ist das absolut fair. Das ist eine faire Challenge. Ich werde auch mal gucken, wie viel ich dann verpassen darf. Wahrscheinlich keinen einzigen, aber wir werden einfach das Level ein paar Mal machen, dann geht das schon. Oh, ich wurde auf Skype angeschrieben. Nicht so wichtig. Wo geht's denn hier unten lang? Das würde mich mal ganz kurz interessieren. Weil wenn es hier noch was anderes gibt, irgendwie so... Das führt uns zum Final Castle, wie es aussieht.
der Cooper Course, das ist Bowser's Keep, okay. Ah, dann machen wir natürlich ein andermal dann. Nicht jetzt direkt schon. Es gibt noch viele andere nette Sachen in der Welt zu entdecken, sicherlich. Jetzt nochmal Dragon Ride Firesea hier in bester Manier. Ich werde es hier auch. Brauche ich mehr als einen Pilz? Eigentlich, ne, ja, nehmen wir mit, aber. Ich glaube, das kann schon hier eine Hardcore-Challenge sein. Das Teil. Also, das Problem ist hier die dritte Starcoin, definitiv nichts anderes. Ja, jetzt könnte ich gerne. Jetzt könnte ich einen Typ. Oder jemand brauchen, der für mich die roten Münzringe mitzählt. Aber hat man niemanden dabei, wenn man einen bräuchte, ey. So hier unten bleiben. Und hoch auf die Bahn, hoch auf die Bahn. Wir sind down. Aber man bewegt sich auf den Stacheln auch langsam. Das ist halt das nächste Fiese. Verständlicherweise natürlich auch, aber. Mario, ziehst du nicht mal Schuhe an, die dich gegen die Stacheln schützen? Was ist denn los mit dir? Ja, dann kannst du nicht mehr so hoch springen und nämlich. Ja, aber nehme ich in dem Level nicht so gern an. Okay, Pilz nehmen wir schon mit Feuerblumen, glaube ich. Ist ein schlechtes Omen. Wenn ich auch hier in den Anfangsbereich packen können, nur mal so, also. Auch dass wir das vor ein paar Parts mal angesprochen haben, aber. Bin mir jetzt mal nicht beklagen. Ich finde die Idee einfach mit den roten Ringen extrem cool für die Starcoin. Unteren dann direkt hoch auf die obere. So, kann auch sein, vielleicht dürfen wir einen verpassen, wahrscheinlich nicht. Na gut, hat's eh erledigt. Wo auch immer Mario da runtergeflogen ist, do not ask so many questions. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier, ob ich dafür den Part verschwenden soll. Ist eigentlich eine coole Challenge, die ich gerne im Part machen will. Das kostet einfach zu viel Zeit schon, da jedes Mal neu anzufangen hier. Das kostet meinen Augen wirklich zu viel Zeit. Das ist mein größtes Problem, was ich damit habe. Es nimmt zu viel Zeit hier ein. Wieder einen verpasst, total dämlich. Wieder einen, weil ich nicht hoch genug drücke und den auch gut. Das kann ich mir gleich sparen hier, ja, das kann ich mir sowas von sparen. Versuche, ja, mach mal, ich mache das nicht live, Freunde. Das ist ja oder ich weiß halt nicht immer. Und diese herzlosen Menschen, wo tatsächlich alle 30 haben, die Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Alle goddamn Starcoins sind nachgeholt. Ich habe sowas von keinen Bock mehr. Ich brauche jetzt mal eine Pause vor dem Spiel.